Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Risen. Wir sind bei der Inquisition angekommen beim letzten Mal, beziehungsweise wir wurden ja geschnappt. Haben jetzt von dem Inquisitor Mendoza die Aufgabe bekommen, dass wir den Mord an Hemmler aufklären sollen. Unseren vermeintlichen Zimmernachbarn oder Zimmergenossen, der aber ermordet wurde. So, und eventuell weiß Kaspar, der hier die ganze Zeit lang den Zimmerdienst hat, weiß vielleicht was oder hat was gesehen. Wir werden mal sehen, was er so zu erzählen hat. Erzähl mal. Du handelst mit den Rekruten? Ich handle mit jedem, der Gold hat. Nur kein Kraut und keine Waffen. Alles andere kann ich dir besorgen. Ach so, also dann möchte ich gerne etwas Kraut. Dann zeig mal, was du hast. Eine Spruchrolle? Witz erzählen? Eine Köpfschelle? So, kann man ihm noch irgendwas verkaufen, was uns... Das verkaufe und das und... Das kann ich nicht verkaufen, das ist, glaube ich, ein Questgegenstand. Staubhaufen. Ich bin 6 Gold. Ach, die Staubhaufen kann ich nicht verkaufen, weil das Questgegenstände sind. Das ist ja was verrückt. So, jetzt haben wir auch genügend Gold, dass wir gleich noch eine zweite Stufe lernen können, ne? Aber erzähl mal. Ich habe einen Auftrag vom Inquisitor bekommen. Tatsächlich? Und? Was will der Alte von dir? Ich soll den Mörder von Hemmler finden. Ach du Scheiße. Gut, dass ich nichts damit zu tun habe. Das ist so nicht ganz richtig. Meister Vitus sagte nämlich, du sollst mir bei der Suche helfen. Eben. Was? Machst du Witze? Nö. Nein. Na toll. Warum werde ich immer in solche Sachen reingezogen? Na schön. Schätze, ich helfe dir lieber, bevor ich noch Ärger kriege. Richtig. Dann erzähl mir mal, was du über Hemmler weißt. Er war auch ein Knastbruder. Ein verschwiegener Bursche, der still und heimlich seine Geschäfte gemacht hat. Still und heimlich ist nicht gerade das, was uns weiterbringt. Dann such nach Hinweisen. Hast du dich schon in seiner Kammer umgesehen? Jipp. Ich habe Hemmler und seine Schlafkammer durchsucht. Und? Was hast du gefunden? Ein Messer. Da klebt Blut an der Klinge. Vermutlich die Tatwaffe. Wenn sie ihn drin steckt, auf jeden Fall, ja. Es sieht aus wie eins von Harlocks Küchenmessern. Aber sicher bin ich mir nicht. Mhm. Ein paar Krautstängel. Das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich war er unser Krauthändler. Aha. Hm. Und woher hat Hemmler seine Ware bekommen? Da er nicht selbst angebaut hat, wird er das Zeug von draußen gekriegt haben. Irgendwie. Aber warte mal. Hemmler selbst durfte die Vulkanfestung gar nicht verlassen. Also muss er einen Partner gehabt haben, der ihm Nachschub liefern konnte. Hm, offensichtlich. Etwas Nahrung. Gut, das kannst du aufessen. Ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielt. Ein wenig Gold. Hemmler hat mit seinen Geschäften ganz gut verdient. Was denn, die paar Münzen? Das sieht nicht nach guten Geschäften aus. Vergiss die Münzen. Er hatte sein Gold nie bei sich. Angeblich hat er es irgendwo in der Festung versteckt. Ach was, okay. Ah. Du weißt nicht zufällig, wer als Partner in Frage kommt. Ja, selbst wahrscheinlich. Also ich bin's nicht. Nun, es muss jemand sein, der die Festung verlassen kann. Okay. Ich schätze, da kommen viele in Frage. Keine Ahnung, ich bin nicht der Verwalter. Sprich doch mal mit Meister Pallas, der ist doch für das Tor zuständig. Ja, leuchtet ein. Pass mal auf, ich gehe mal hier, guck mal ganz kurz in den Goldbeutel. Alles? Hab doch hier den Goldbeutel vorne gesehen. 25 Goldmünzen sind jetzt nicht so viel, das stimmt. Da muss ich ihm recht geben. Pass auf, was du anfasst. Junge, ich würde ja gerne wieder raus hier, aber... Suchst du was Bestimmtes? Ich fege hier nur ein bisschen. Sonst mache ich eigentlich nichts. Ist recht, oder? Pass auf, was du anfasst. Oh, jetzt turnt der Typ hier rum. Das nervt echt so ein bisschen. Mach ich hier mal ein bisschen sauber. Wir werden von irgendjemandem, hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, noch die Quest bekommen, dass wir nämlich hier sauber machen müssen. Dann haben wir das halt auf jeden Fall schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns die Aufgabe gibt. Irgendjemand gibt uns noch die Aufgabe hier mit zu fegen, glaube ich. Meine ich, mich zu erinnern. So, abgesehen davon haben wir uns auch hier noch gar nicht genau umgeguckt.
Oh, eine Möhre. Möhre. Schlüssel, nee, Dietriche. So, und wir haben beim letzten Mal ja auch Schlösser knacken gelernt. Das heißt, wir können auch mittlerweile mal gucken, dass wir irgendwo so ein Biest aufmachen. So, da waren wir jetzt schon dran. Ich glaube, in diesem waren wir jetzt ja schon beim letzten Mal, oder? In den hier vorne gleich. Staubhaufen kann man weg. Ne, in der rechts war ich. In den linken noch gar nicht. So war das. So, die Jungs werden sich auch überhaupt nicht wundern. Schlösser knacken verstehe ich nichts. Wie, echt jetzt? Ach, warte. Haben wir nicht gelernt beim letzten Mal. Weil ich habe den Typ mir umgelegt, der Typ hat mich ja umgelegt, ich habe geladen und insofern haben wir das nicht gelernt. Wir hatten gar kein Gespräch miteinander. Ich muss mit ihm nochmal sprechen. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? So war das. Ich brauche einen Stab. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was ich für dich habe. Hier, das Ding ist aus Eiche. Gut zu führen und hat einen ordentlichen Bums. Der sollte fürs Erste reichen. Wenn du trainiert hast, kannst du auch mal was mit Klinge probieren. So, wir haben das beim letzten und Mal ja schon gehört. Vergiss nicht, so ein Stab ist nur so gut wie der, der ihn führt. Bla. So, der Typ weiß nämlich was über... Hast du dieses Messer schon mal gesehen? Die Klinge. Hey, da ist ja Blut an der Waffe. Wurde damit etwa Hemmler umgebracht? Schon möglich. Und? Kennst du das Messer oder nicht? Ja, das ist... Bist du sicher? Warte mal. Willst du mich bitte? Wir können erstmal ganz kurz weitermachen, weil das haben wir ja beim letzten Mal quasi was ja hast schon du gehört. Denn? Ich habe es... Aber es gibt auch eine gute... So, was macht denn Schwert? Bloß, aber ich sage... Er spielt mit Schwerten... Und Quatsch, mit Stäben. So. Kannst der... Eine also der... Gut. Zack, zack. Was? Bring mir Schlösserknacken bei. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen. Den musst du erst runterdrücken. Anschließend kannst aber sei vorsichtig. So. Das zweite können wir nicht mehr, weil wir nicht genug Gold haben. Schmieden können wir jetzt lernen. Aber, so, da sagt er, dass er uns was besorgen kann. Lass. So, und jetzt verkaufe ich ihm, glaube ich, nochmal. Das kann weg. Das ist, Himmlers Goldbeutel. Soll ich vielleicht auch mal reingucken, ne? Fackeln brauche ich gar nicht so viel, oder? Ich glaube, eine reicht erstmal. Ich werde noch so viele davon finden. So, wir brauchen noch ein bisschen Gold. Komm, das muss doch drin sein irgendwie. Man weiß es nicht. Nee, hiervon kann ich auf jeden Fall nichts mehr verkaufen. Den Rest brauche ich erstmal. Muss ich später was finden. So, ich schau mal eben hier. Wir haben hier Hemmlers Goldbeutel und ein Krautpaket. Okay, hat aber nichts weitergebracht. So, der Typ lässt uns jetzt durch, dadurch, dass wir ihm was gegeben haben beim letzten Mal, nämlich unseren Eintopf. Darf ich was mitnehmen? Mal gucken. Da sagt ja keiner was, wa? Oh, Gold. Sehr gut. Ruhe in Frieden. Ja. Gerade nicht so. So, wir sollen von der Gruft wegbleiben, sagte er. Ein Grab. So enden wir alle mal. Ein Grab. So enden wir alle mal. Stand nicht auf irgendeinem dieser Dinger irgendwas drauf? Oder muss man nicht irgendwo graben hier? Bei irgendeinem Grab? Weiß ich nicht mehr. Ein Grab. Ein Grab. Steinplatte nehmen wir mit. So enden wir alle mal.
Und Weisheit. In den alten Tagen lehrte ein Mann die Kunst des Kampfes. Berengir, ein Magier, der den Kampf mit dem Stab meisterlich beherrschte. Er sagte einst zu seinem Schüler, ich kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Aha. Gebracht hat uns das gar nichts. Ich dachte, wir kriegen wieder Weisheit oder sowas dazu. Aber leider nicht. Ich wundere, dass hier keine Gegner drin sind. Ich dachte, hier wären vielleicht irgendwelche Skelette oder so ein Bockmist. Ich darf das bestimmt nicht plündern, oder? Aber ich mache das trotzdem mal. Das ist so viel. Das ist so wertvoll. Alter! Meine Herren! Ich erschrecke mich hier zu Tode. Mit diesen Geräuschen. Darengas Truhe habe ich ein bisschen Schiss, die aufzumachen, ehrlich gesagt. Ich mache lieber die anderen Sachen. Alter, die stehen doch bestimmt gleich alle auf, oder? Aber es macht ja nichts, wenn ich denen vorher die Waffen und alles wegnehme, ist ja kein Problem. So, ich speichere. Setze mich auf den Thron und freue mich in Keks. Und siehe da, nichts passiert. Okay. Dann gucke ich doch mal in die Truhe rein. Ah. Weisheit im Kampf. Gib mir das. Okay. Gut. Ich dachte, jetzt steht vielleicht gleich einer vor mir, aber. Nö. So enden wir alle mal. Schwein gehabt. Da war echt viel Kram drin, ne? So, der weise Kämpfer benutzt seinen Verstand. Der weise Kämpfer wählt den Stab als Waffe. Der weise Kämpfer lernt die Magie der Kristalle. Die Kombination aus Stab und Magie kennzeichnet den weisen Kämpfer. Der mutige Kämpfer wählt den Pfad des Feuers, denn die lodernden Flammen entfalten ihre verheerende Wirkung Macht erst nach langer Konzentration. Der vorsichtige Kämpfer wählt den Weg des Frostes, denn sein eisiger Hauch friert sein Gegenüber ein. Der wütende Kämpfer wählt Geschosse aus reiner Magie und lässt sie unterstützt durch die Hiebe seines Stabes auf seine Gegner niederregnen. Nur der wahre Meister des Kampfes vermag Nutzen aus mehreren Kristallen zu ziehen. Okay. Gut. Geht's hier noch weiter? Nö. Schade. Steinplatte macht Weisheit plus 4. Interessant. Oh, Weisheit. Weisheit. Gut. Dann lass mal gucken. Was sagt denn unser Weisheitometer? Sagt, wir haben 20. So, das ist nicht viel. Aber immerhin. Also, wir müssen den Mord jetzt aufklären. Mach was anderes. Sei doch nicht so. So, wir haben den Stab. Wir können jetzt Stabkampf trainieren. Oder aber, wenn wir ins Questlog gucken, sehen wir auch, finde den Schlüssel im verlassenen Haus. Das ist erledigt, das wollen wir gar nicht. Finde über dem Schiffsbrust das aktuelle. Regionalkarte. Questkarte. Sarah. Geht's da rein? Yay! Oh, geil, Bademann. Der legt sich jetzt wieder mit Klamotten. Ja, natürlich. Alter, geht komplett mit Klamotten, allem drum und dran. Ab da rein in die Wanne. Naja. So, ein bisschen Getränk. Ein Besen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, schade. Wir sollten nochmal mit Harlock oder wie er hier sprechen. Was willst du hier? Eigentlich nur fegen. Hat er es nicht mitbekommen, gerade dadurch, dass er weggegangen ist? Das wäre natürlich geil. Dann nehme ich die Sachen mit. Wenn er das nicht mitbekommt, ist ja gut.
Suchst du was Bestimmtes? Ach, das ist ja geil. Was willst du hier? Ich dachte gerade, warte mal. Pass auf, was du anfasst. Schade. Vorhin ging das, dass man einfach dann reinhuscht, während er uns den Rücken zugewandt hat. Aber nicht jetzt. Hier geht's auch noch nicht runter, ne? Ich weiß noch, da kommen wir später hin. Ja, doch. Da kommen wir später hin. Der lässt mich nicht halt durch, ne? Solange Meister Vitus dir keine Erlaubnis erteilt, wirst du dich vom oberen Bereich der Festung fernhalten. Ja, ist ja gut. Da ist echt einer wichtiger als der andere, weißt du, bei den Jungs. Was bist du für einer? Hey, noch nicht lange hier, was? Nö. Ich bin Fred. Du kannst eigentlich mal für mich hier weitermachen. Den das kannst du mal voll vergessen, Freundchen. Warum sollte ich? Ich verlange ja nicht, dass du es umsonst machst. Was hast du anzubieten? Ich habe was ganz Besonderes. Eine Flasche herben Feuerrausch. Was ist dieser Feuerrausch? Ein Wein. Einer, den ich an deiner Stelle nicht trinken würde. Warum nicht? Der Keller ist voll mit Weinflaschen. Einige sind lieblich, andere fruchtig, aber alle heben sanft das Gemüt. Das hat Wein so an sich. Aber dieser hier ist was Besonderes. Ein paar Schlucke davon reichen aus, um einen Mann größenwahnsinnig zu machen. Er wird sich gut fühlen, aber er wird nicht mehr merken, was er sagt. Also heb ihn dir für eine besondere Gelegenheit auf. Und wenn du mal selber einen guten Tropfen trinken willst, lass es mich wissen. Das klingt erstmal nicht verkehrt. Den Mann sollten wir uns warm halten. Du kümmerst dich auch um den Wein. Ich bin sowas wie der Mundschenk der Magier. Ich habe den Schlüssel zum Weinkeller von Meister Ignatius persönlich bekommen. Mhm. Warum wurde dir die Arbeit zugeteilt? Gibt es dafür einen Grund? Der Grund ist einfach. Weil es gemacht werden muss. Tja, irgendjemand muss es machen. Jeder kann die Scheiße wegräumen. Und ich mache es jetzt schon seit Tagen. Es wird einfach Zeit, dass sich jemand anders um die Scheiße kümmert. Gib mir den Kellerschlüssel. Das ist nicht nur ein schnöder Kellerschlüssel. Das ist der Schlüssel zur Quelle der Glückseligkeit. Dann gib mir den Schlüssel zur Glückseligkeit. Genauso gut könntest du verlangen, dass ich mir das Herz rausreiße. Ich will ihn doch nur mal kurz ausleihen. Das kommt gar nicht in Frage. Was sagen die Magier dazu, dass du mit dem Wein handelst? Ja. Ach, die haben doch ganz andere Sorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir sowieso alle dem Untergang geweiht. Warum sollten wir den Wein dann aufheben? Da hat er also, recht. Also, wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir ein paar Flaschen überlassen. Ja. Ich komme darauf zurück. Ja, und doch, wenn durchaus. Du Bedarf an besonderen Fähigkeiten hast, bin ich auch dein Mann. Aha. Besondere Fähigkeiten? Naja, Fähigkeiten, die nicht unbedingt jeder Ordenskrieger beherrscht. Nun sag schon, was du meinst. Ich rede von Geschicklichkeit, vom Schleichen und vom Taschendiebstahl. Finde ich gut. Was denn? Du bist ein Taschendieb? Na toll, das hat sogar Meister Taub gehört. Wer ist denn Meister Taub? Was kannst du mir beibringen? So, eigentlich will ich alles lernen. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Aha. Ich will ein besserer Taschendieb werden. Um jemandem etwas zu stehlen, muss er abgelenkt sein. Sprich ihn einfach an. Am besten stell ihm eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Ja, das finde ich gut. Noch Lernpunkte? Kann ich sogar noch, ne? Sollten wir aber noch ein bisschen mit warten gerade. Ich habe eine Frage zum Taschendiebstahl. Oh Mann. Ja, ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der dich ablöst. Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du lässt mich nicht in der Scheiße sitzen. Nein, hier, nimm die Flasche. Ich vertraue dir. Und noch was.
Schnapp dir einen von den Novizen. Die haben doch eh nichts anderes zu tun, als zu fegen. Stimmt. So, einmal speichern. Dann schnappen wir uns gleich jemand anderen, der für ihn fegt. So, A oder D, um die Kommunikation, Kombination zu knacken. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hin. Okay. Jawohl. Passt. Mal gucken, was hier geht. Sieht man natürlich alles mit. Oh, eine Säge, eine Schaufel. Sehr gut. Das ist schön. Dann haben wir ein bisschen was gelernt. Wir haben auch noch... Haben wir noch Punkte? Lernpunkte? 5 Stück haben wir noch. Das ist gut. Das heißt, wir haben so ein paar Basissachen mal gelernt. Das ist ganz gut. Schleichen und solche Sachen sollte man immer schon mal können. Wissen du? Hallo! Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Ja, dann guck halt weg. So, schauen wir mal. Na also. Da, da, da. Mich sieht ja niemand. Mich sieht niemand. Okay, hier waren wir schon. In einigen der Dinger waren wir ja noch nicht drin. Hallo. Harlock. Nein, setz dich doch jetzt nicht hin. So, auf jeden Fall müssen wir ihn jetzt nochmal ansprechen. Fass hier bloß nichts an. Hey. Kennst du einen guten Witz? Ja. Pass auf. 3 Rekruten sollen eine Ruine untersuchen. Der erste geht rein. Nach einer Weile kommt er blutverschmiert wieder. Die anderen fragen besorgt, hör mal, was ist denn passiert? Den kenne ich schon. Oh Menno. Carlson kennt dieses Messer. Was geht mich das an? Er weiß, dass es eins von deinen ist. Eben. Bei allen Seeungeheuern. Was willst du von mir? Dein Messer ist die Mordwaffe. Das macht dich verdächtig. Ah ja? Vielleicht wurde mir das Messer ja gestohlen. Vielleicht will jemand nur den Verdacht auf mich lenken. Möglich. Schon mal daran gedacht, du Schlaukopf. Möglich, möglich. Weiß man aber nicht. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Okay, ich geh mal raus wieder. Da muss ich gleich noch fegen. Noch Menü, da ist ja gar nichts mehr drin. Machen wir noch sauber hier. Wie gesagt, wir kriegen die Quest so oder so irgendwann. Den Mord aufklären. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, wie das war. Hallo, hallo. Da sagt doch keiner was, oder? Wenn ich hier ein bisschen aufräume. Siehst du, geht alles. Aber das ist so gut, dass ich das hier schon gelernt habe. Großartig. Ich habe Weisheit im Kampf gefunden. Du hättest mir auch sagen können, dass es sich um ein Buch handelt. Eben. Ja. Aber das wäre nur halb so witzig gewesen. Es ist ein gutes Buch. Du solltest es lesen, falls du das noch nicht getan hast. Ja, klar. Du kannst das Buch behalten. Wenn du es durch hast, gib es einem, der es lesen wird. Diesen Teil meiner Prüfung hast du bestanden. Mhm. Fred vertraut mir. Dann solltest du sein Vertrauen nicht enttäuschen. Erst dann hast du diesen Teil meiner Prüfung geschafft. Wegen Hemmler. Hemmler war ein Krauthändler. Aha. Hast du mit Kaspar gesprochen? Ja. Hab ich.
Er scheint mir ein aufgeweckter Bursche zu sein. Es ist nicht nötig, dass du uns beide auf dem Laufenden hältst. Wende dich an ihn und berichte mir, wenn du den Mörder gefunden hast. Okay. Warte noch. Ich denke, für deine weiteren Untersuchungen wirst du den Leichnam nicht mehr benötigen. Ich werde mich darum kümmern, dass er zur letzten Ruhe gebettet wird. Ja, ist in Ordnung. Hol ihn mal weg, da der riecht schon ganz komisch. Also, wie war das? Ich bin hier, als ich das erste Mal das gespielt habe, auch irgendwie ganz komisch rumgelaufen und habe... bin hier irgendwo rübergeklettert, wo ich eigentlich gar nicht hin durfte und so. Wollen wir schon mal kämpfen üben ein bisschen? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir das? Wollen wir das? Hast du noch was zu erzählen? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, ja, schon, aber nö. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ich bin kein Schmied. Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Wie geil, Alter. Hab ich ihm jetzt den Stab geklaut? Nicht wirklich, oder? Den Rechtsstab. Hammer. Guck mal. Kann ich zwar noch nicht bedienen, weil ich da viel zu schwach bin, aber trotzdem hab ich seinen Stab geklaut. Das ist ja geil. Lass uns handeln. Was kostet denn der so, wenn ich ihn jetzt wieder zurückverkaufe? 60 Gold, immerhin. Dann kriegt ihr noch, wir führen gerade dieses Schwert, ne? Das heißt... ist auch irgendwie Mist, ne? Das kann weg. Das kann alles weg. Das hebe ich nochmal auf. Dafür kriegen wir 48 Gold. Boah, Alter. Den ganzen Scheiß. Na gut. Immerhin. Er ist jetzt da, oder? Dann gucke ich mal, ob ich hier jetzt ein bisschen... Wie gesagt, beim letzten Mal wurde ich hier verhauen, als ich hier drin war. Vielleicht aber nicht dieses Mal, wenn ich schleiche. Vom Goldschmieden verstehe ich nichts. Nee. Okay. Noch mal. Abgebrochen. Wer sagt's denn? Okay. Nehmen wir alles mit, das ganze Zeug. Boah, das ist so gut wieder. Das macht so einen Spaß. Alles wieder plündern hier. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Was willst du hier? Nichts. Ich hab nichts gemacht. Ich war lieb. Ich könnte den Scheiß jetzt wieder verkaufen, aber warum? So, ich hab jetzt, pass auf, ich hab doch was gefunden. Bronco, erzähl mal. Ich kann hüpfen, guck mal. Ich hab mir einen Stab besorgt. Und? Willst du jetzt dafür einen Orden? Ja. Ja, ein Orden würde mir gefallen. Du bist noch dümmer, als ich dachte. Aber warte nur, das werden wir dir schon austreiben. Du wirst jetzt lernen, wie du deinen neuen Stab richtig benutzt. Tucker, William und Kato sollen mit dir trainieren und kämpfen. Okay. Wenn sie mit dir zufrieden sind, kommst du wieder zu mir. Mach mal locker. Und mach keinen Scheiß. Ich behalte dich im Auge. Hast du das verstanden? Ja, machen wir. Alles gut. Alles klar. Dein mangelnder Respekt einem Meister gegenüber ist ein Zeichen von Schwäche. Und Schwäche bedeutet für einen Krieger Schmerzen. Klar, was ich meine. Ach ja. Ja, Meister Bronco. Na dann, ab mit dir. Und komm erst wieder, wenn du trainiert hast. Es macht auch schon Spaß, ne? Solche Witzfiguren dann irgendwie herauszufordern, beziehungsweise einfach zu ärgern, das ist schon schön. Ich mach das gerne. In solchen Spielen jedenfalls. Ansonsten nicht. Du sollst mich trainieren. Tja, also dann erkläre ich dir mal, wie das hier läuft. Bei Tucker kannst du deine Stärke trainieren. Ich zeige dir, wie du mit einem Stab kämpfst. Ich bin zwar noch weit davon entfernt, ein Meister zu werden. Nee, dann will ich nicht. Aber für ein paar grundsätzliche Techniken wird's schon reichen. Okay. Wenn Tucker mit dir zufrieden ist, machen wir zwei einen Kampf. Und dann? Tja, dann musst du nur noch gegen Kato antreten. Aber sieh dich vor, der Kerl ist ein ziemliches Arschloch.
Ich dachte, Bronco wäre hier das Arschloch. Tja, Kato steht ihm in nichts nach. Aha. Lass dich von dem Mistkerl nicht verarschen. Ich will meinen Kampfstil verbessern. Kein Problem. Will ich das wirklich? Ich will eigentlich nicht Stabkampf lernen. Ich will fett Schwertkampf lernen, Mann. Kann ich eh nicht, ne? Guck mal. Ich habe keine 10 Lernpunkte, glaube ich. Oder? Habe ich 10 Lernpunkte? Oh, ein Glück, ich habe keine 10 Lernpunkte. So, Tucker, wo habe ich Tucker denn nochmal gesehen? Bist denn du? Das war nicht Tucker? Wer ist der, Yuki? Auf Wachdienst hätte ich ja überhaupt keine Lust. Frag mich mal. Meinst du, mir macht das Spaß, sich hier die Beine in den Bauch zu stehen? Ich sage dir, du fängst an nachzudenken. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Stärke plus 2 finde ich super. Das ist ein dauerhafter Trank, oder? Dingens hier? Den Eintopf? Ja. Guck mal. Nom. Stärke plus 2. Ab geht's. Mach was anderes. Ah, jetzt können wir gar nicht mehr mit ihm reden. Okay. Alles gefragt. So, wir sollten mal zusehen, dass wir Taka finden und auch mit Kaspar noch mal kurz reden. Dann zeig mal, was du hast. So. Von dem brauche ich eigentlich nichts, oder? Sonst noch hier was verkaufen? 2 Ringe, die kommen weg. Das hebe ich mir auf, das Schild. Ein paar Staubhaufen, nicht Hauptstaufen. Das kommt weg, eine kommt weg und den Rest. Knochen kommen weg. So, und wir haben etwas Gold. Du kannst mal Fred bei der Arbeit ablösen. Eben. Was ist das für eine Arbeit? Der Misthaufen. Vergiss es. Na toll. Als wenn man sich das hier aussuchen dürfte, was man hier macht. Kommen wir denn hier hin? Du diebische Ratte, ich mach dich fertig! Wer, was, wie, wo? Mir keiner Schuld bewusst, Mann. So, ich schlafe einfach mal. Nicht, solange mir noch einer auf den Sack geht. Ach so. Wer geht mir denn auf den Sack? Ich weiß es nicht, wer soll denn das gewesen sein gerade? Nicht, solange mir noch einer auf den Sack Mist. Geht. Da muss ich laden offensichtlich, weil ich glaube, den werde ich nicht los. Der wird einfach dauerhaft auf uns sauer sein. So was Blödes, ey. So, gebt zu Fred los. Was? Der Mist? Vergiss. Okay, dann nicht. Dann verkaufe ich dir das und das und... Und was noch? Ein paar der Besen. Das muss eigentlich reichen, ne? Krautstängel. Die Ringe noch hier. Ich glaube, vorhin habe ich ihn noch mehr verkauft. Ja, ich weiß nur nicht was. Ist aber auch egal. So, er will schon mal nicht. Er will schon mal nicht den Misthaufen machen. Tja, blöd. Gibt's was? Ja. Probleme haben wir alle. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du hier bist. So, Taka. Taka war doch hier hinten, oder? Wenn ich hier jetzt weitergehe, geradeaus durch und dann nach links, war mir so. Regionalkarte so. Gucken wir mal hier.
Genau, hier. War er nicht Tucker? Ja. Wir sollen trainieren. Gut, dann wollen wir das mal tun. Damit aus dir ein guter Stabkämpfer wird, musst du Stärke und Technik trainieren. Ja. Ich werde dafür sorgen, dass du was auf die Arme kriegst. Okay. Und wenn du trainiert hast, machen wir einen Kampf. Dann kriegst du die Gelegenheit, mir zu zeigen, was du drauf hast. Dann zeig mal. Was sind die Regeln für den Kampf? Sobald wir die Arena betreten haben, geht's los. Der Kampf dauert so lange, bis einer am Boden liegt. Und wer die Arena vorher verlässt, ist ein Feigling. Das ist schon alles. Okay. So, dann speichere mal. Und frage nochmal, ob wir jetzt schon mal kämpfen können. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss natürlich meinen Stab ausrüsten, ne? Ich will gegen dich kämpfen. Na schön, aber keine Tricks. Ich will einen ehrlichen Kampf. Und mach dir keine Sorgen. Wenn du verlierst, werden wir den Kampf wiederholen. So. Ja, wollen wir mal sehen, ob das was wird. Machen wir es kurz. Tja. Tja. Den erwischen wir doch noch irgendwie. Du hast die Arena verlassen, Freundchen. Du bist ein Feigling. Wenn ich das machen würde, weißt du, dann wäre ich gleich, wär's gleich vorbei. Wenn ich jetzt hinterhergelaufen wäre, wäre ich der Feigling gewesen. Freundchen. Ja. Komisch. Es hat vorhin viel besser geklappt. Ja. Okay. So zwei, drei Schläge braucht er noch. Alter, Ficker. Puh. Ist doch nicht schlimm, wenn ich mir mal was nehme, oder? Am Arsch, ey. Das wird geladen und dann ist hier Schicht. Du nimmst dir den Scheiß von meinem Gold. Das kannst du mal direkt vergessen, Freundchen. Machen wir es kurz. Ja, komm. Das muss doch zu schaffen sein, Mann. Ja. Ab in die Ecke mit ihm. Aua. So, zack. Nichts. Hast du nichts dagegen, wenn ich mir was nehme, oder? Danke für den Stab, du Wicht. Das nützt nur was, wenn man ihn in die Ecke drängt. Ansonsten bringt das gar nichts. So, stehst du wieder auf oder bleibst du liegen? Das war gut. Du kannst ja doch was. Manchmal. Unser Training ist beendet. William ist der Nächste, gegen den du antreten kannst. Sehr gut. Vielen Dank. Gut. Damit würde ich sagen, bin ich erstmal fertig für euch. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ich habe kein Fleisch zum Braten, genau. So ein neuer... Sein neuer Hit. So, wir werden in der nächsten Folge gegen William antreten. Mal gucken, ob wir das schaffen. Das weiß ich noch nicht genau. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Risen wieder. Und dann bis dahin. Mach es gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao.